Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Batman Arkham Origin. So, wir waren ja letztes Mal hier stehen geblieben. Mit dem Vergifteten. Na gut, dann wollen wir mal den Schalter benutzen. Bin ja jetzt echt mal gespannt, was jetzt los ist. Okay. Er ist durch, angefangen sich die Haut abzukratzen und ist in den Aufzug gerannt. Wir sollten Verstärkung anfordern. Damit sie uns auslachen, weil wir den Job nicht hinkriegen? Scheiße, nein. Ich schwöre, das war irgendeine Art Hexerei oder sowas. Wir kommen hier nicht lebend raus. Keiner von uns. Hey, ihr. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich glaube, wir werden beobachtet. Wir sollten wirklich Hilfe anfordern. Lass einfach den Mund zu und die Augen offen. Oder ist das zu schwer für dich? So. Oh Mist. Der hatte Panzerung. So. Windel um Gnade, du Bastard. Genau, Windel um Gnade. Hast du nichts Besseres? Ah, Mist. Liegt gut in der Hand. Was sollten wir sonst tun? Ich weiß nicht, was ihr sonst tun wollt. So, jetzt gebe ich dir aber erstmal ein bisschen was auf die Schnute hier. Jawohl. Und tschüss. Ja, läuft doch ganz gut. Bin noch nicht ganz warm gespielt, aber es passt. Gesicherter Schusswaffenschrank. Okay. Ich müsste mal wirklich das mit dem Rutschangriff machen. So, jetzt brauche ich den Kryptosequenzer. Rausch. Rauschgift, okay. Tür ist offen. Haben wir hier noch irgendwo was? Ah, an den komme ich da nicht ran. Dafür haben wir noch nicht die Reichweite. Na gut, gehen wir erstmal weiter. Drogenlabor. Sie halten Sionis hier irgendwo fest. Was meinst du, Joe? Sollen wir ihn rauslassen? Lass mich nachdenken. Immerhin hat er uns die Lohnerhöhung gegeben, die er uns versprochen hat. Nein, warte. Hat er gar nicht. Wie konnte ich das vergessen? Wenn ich hier rauskomme, dann töte ich euch beide. Mit deinen bloßen Händen. Okay, ich nehme mal kurz einen mit. Hey, seht nach, was passiert! Wie wär's, wenn ich die Tür sichere? So. Wer macht sowas? Leute, schaut euch das an! Dieser Typ hängt von der Decke. Wer ist da drüben? Keiner. Es ist keiner da drüben. Besseres zu tun, als Schatten anzustarren. So, den muss ich jetzt ausschalten. Der läuft runter. Läuft der andere auch runter? Komm, der andere möchte auch runterlaufen. Ja, das ist noch ein bisschen zu gewagt. Ich glaube, wir holen uns noch mal ein. Hey, kann jemand nachsehen? So.
Kannst du den hier hinten ansteuern? Ja, dann kümmere dich doch mal um die Tür. Perfekt. Und weg mit dir. Ja, jetzt sieht man doch auch endlich mal was. Was war das denn? Ich weiß nicht, was das war. Ich kann schwören, dass ich was gesehen habe. Das kann ich jetzt gar nicht brauchen. Okay. Da hinten ist relativ weit unten zwar, aber wie hilft mir nicht. Wenn ich die Tür sichere? Ja, dann sicher doch mal die Tür. Machst es mir noch leichter. Warte, warte! Wir schreiten! Bitte! Hängt der Nächste. Hey, wer ist da draußen? Zeig dich! Keiner ist hier. Mann, der Kerl hat einen Sturz hinter sich. Die Fresse sieht aus wie mein Mittagessen. Kannst du das fassen? Das hättest du sein können! Ich will nicht als ein Bündel Elend in der Ecke enden wie er. Okay, er kann nicht weit sein. Haltet die Augen offen. Na gut, spring ich nochmal kurz zurück hier. Drei sind's noch. Und der eine hier vorne. Was war schon wieder? Kann mir jemand hier drüben helfen? Keine Sorge, Kumpel. Ich bin sicher, der Boss bringt dich wieder in Ordnung. Ja, ja. Dann soll der Boss mal machen. Aber warum das mit dem Schallwetterring jetzt nicht geklappt hat? Bestimmt, weil er die Leiche da hinten erst gesehen hat. Schade, schade, schade. Wollen wir das einfach mit uns machen lassen? Wenn ihr nicht wie dieser Versager enden wollt, dann findet ihn. Genau, dann findet ihn. So, schnell durch hier. Komm, 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 komm. Ah, Mist, der ist jetzt schon weg. So, wo können wir denn hier hinten bis raus? Bis hier vorne, okay. Steht der da ein bisschen blöd? Ne? Sind sehr blöd gerade. Die haben sich jetzt auch gut aufgeteilt. Na, so erwische ich den nicht. Gut, ist das Schallwetterring schon wieder einsatzbereit? Ja. Hey! Na, jetzt hat's geklappt. Was auch immer es ist, jetzt ist es meins. Ich glaube, das ist eins von Batmans kleinen Spielzeugen. Okay. Schnapp ich mir mal erstmal den hier. Schön still und leise. Und euch kriege ich auch schon auseinander. Thank you.
Na? Sind wir etwa ein bisschen nervös, Mr. Halunke? Ein bisschen zu nervös, wa? Und gute Nacht. Ja, ich glaube, das mit dem Schallwettering, das hat nicht ganz so geklappt. Muss ich gleich nochmal gucken. Na schön, genug mit dem Theater. Komm her und lass mich runter. So, zack, hier. Benutze einen Schallbattering, um meinen Gegner in ein Ausschaltmanöver zu locken. Ja, gut, das hat natürlich nie so geklappt. Aber das kriegen wir noch hin. Worauf wartest du noch? Na, erstmal gucke ich mich lieber um. Er kann ja da noch ein bisschen hängen. Lass mich runter! Na, hier gibt's aber sonst nichts weiter. Na denn. Hol mich hier raus. Wo ist der Joker? Fahr zur Hölle. Falsche Antwort. Nach meiner Rechnung kann ich dir noch 9 Rippen brechen. Glaubst du, das bringt mich zum Reden nach allem, was er mir angetan hat? Die Folter, meine Leute gegen mich aufgebracht, mich bestohlen, meine Freundin ermordet. Er gehört mir, nicht dir. Ich kann deinen Herzschrittmacher fernsteuern. Willst du wissen, wie sich 250 Schläge pro Minute anfühlen? Das wagst du. Copperhead. Töte ihn und ich zahle, was du willst. Wenn er lacht, das doppelt. Leere Versprechen eines gestürzten Königs. Ich weiß Bescheid über den Joker. Ihr zwei Freaks, ihr verdient einander. Was hast du mit mir gemacht? Dich getötet. Und in ein paar Minuten wird es dein Körper auch merken. Genau. Streng dich an. Mit jeder Bemühung beschleunigst du dein Ende. Ich muss den Raum nach Copperheads Gift scannen. Okay, müssen wir uns beeilen. Frauenschweiß. Copperhead kam hier vorbei. Ich brauche nur einen einzigen Tropfen Gift. Da oben. So. Es ist ein starkes Nervengift. Alfred, ich lade die Analyse eines Nervengifts hoch. Du musst ein Gegengift herstellen. Ihre Lebenszeichen schlagen wild aus. Was ist passiert? Schon gut. Kommen Sie nur wieder an die Oberfläche, damit ich das Mittel abwerfen kann. Und dann kommen Sie hierher, damit ich Sie untersuchen kann. Okay, da können wir uns nicht so durchbewegen. Alter. Holy shit. Ich muss zurück.
an die Oberfläche. Alter, nee. Also ich kann nicht laufen, ich kann nicht sprinten, ich kenne gar nichts. Alter, die Olle macht einen ja Angst. Was würde Ihr Vater sagen, wenn er Sie jetzt sehen könnte? Wie Sie das Vermögen der Familie für Ihre nächtlichen Eskapaden verschwenden? Und wozu? Sie sind nicht der Erlöser dieser Stadt. Sie sind ein Wayne. Und zwar ein verwöhnter, verschwenderischer und enttäuschender Wayne. Haben Sie vergessen, wofür der Name Ihrer Familie steht? Sie enttäuschen mich. Sie enttäuschen mich. Das würde Alfred nie sagen. Bitte, hilf mir doch! Gerade mega sprachlos. Dich sterben lassen. Wie viele mehr müssen sterben, bis du es merkst? Du bist kein Retter. Du lasst es als Fluch auf dieser Stadt. Die Plage ganz Gotham. Lass uns in Frieden. Oh, dich sind wir besser dran. Holy shit, auch noch. Fighten. Mehr hast du also nicht drauf. Wird nicht gefallen, was jetzt kommt. Deine Kraft, deine Fähigkeiten bedeuten gar nichts. Traust du deinen Du Trampel! Na komm, lass mich los! Batman, du siehst verwirrt aus! Das Blocken ist gerade mega schwer. Okay, das war falsch. Ich kann sie ja gar nicht ausschalten. Du hältst mich nicht. Oh Mist. Sind ja immer mehr. Nein! Schau her! Suchst du immer noch nach einem Ausweg, Batman? Beeindruckend, wie lange du durchhältst. Aber du wirst dich dem nicht ewig widersetzen. Deine Spielzeuge wieder. Oh, Mist. Du triffst nicht an die Luft. Das merke ich langsam. Daneben.
sehe es gern, wenn ich meine Opfer... Oh Mann. Wow. Was machst du da, Batman? Ich weiß es nicht. Ah, Mist. Weg ist es. Ich bin hier. Das wird so knapp. Bist du noch klar im Kopf? Mist. Hat sie mich mit dem Messer erwischt. Ah, Mann. Lo siento, Batman, pero mi veneno es la muerte. Jetzt schlaf. Ha. Okay. Man muss sich jetzt noch ein bisschen dran gewöhnen, aber dann geht's, denke ich mal. So, nochmal. Brauchst du dein Auge noch, Batman? Hey! Noch. Okay, das hatte auch keine Auswirkung. Mein Gift wird deinen Geist zerstören. Na, höre ich. Diesen Teil liebe ich einfach. Ich muss nur die Echte finden und nur die Echte hat immer das Messer. Blöde ist, ich kämpfe gerade ein bisschen schwerfälliger. Jawohl. Jetzt schlage ich zu. Und jetzt ich. Jawohl. Hast du noch was? Wenn du dich nur noch sehen könntest. So. Was machst du da, Batman? Jetzt weiß ich es. Die Wirkung des Gifts ist geil. So. Du bist gegen Schatten. Ja, dann komm doch her, du Schatten. Ah, Mist. Ja, ich versuch's weiter. Du hältst mich nicht auf. Oh, doch. Na, komm schon. Ich muss dich nur richtig erwischen. Jetzt dauert es nicht mehr lang. So, was kommt jetzt? Du müsstest fort sein. Wow. Oh, das ist ja richtig mies. Das ist die... Nein, Batman. Such für ihn. Ich reiß dir die Kehle raus. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Nee, oder? Das war nicht die echte. Was der Hochwelt, meine Dame, können Sie ihn sehen?
Siri. Komm, nimm es. Denkst du, du bist geheilt? Mein Gift ist immer noch in deinen Venen und wird da bleiben, solange du lebst. Was nicht sehr lang sein wird. Glaubst du, diese Fesseln werden mich halten? Vielleicht nicht. Aber versuch mal, da rauszukommen. Ich weiß, wo er ist. Der Joker. Sag es mir. Es gibt ein Treffen. Alle Killer sollen da sein. Wenn du mich freilässt, sag ich dir wo. Danke, ich schulde dir was. Warte, ich kann dir den Ort nennen. Das hast du schon. Okay, dann würde ich sagen, machen wir jetzt... Gib dem GCPD einen anonymen Hinweis. Die sollen mal einen Blick in die Container beim Stahlwerk werfen. Heißt das, sie haben sich um Copperhead gekümmert? Ja, und jetzt werde ich mich um den Joker kümmern. Ich glaube nicht, dass das sehr klug ist nach allem, was sie eben durchgemacht haben. Sie benötigen medizinische Fürsorge. Nicht jetzt, Alfred. Die Handschuhe des Electrocutioners senden ein starkes elektromagnetisches Signal aus, dem ich mit meinem Scanner folgen kann. Er wird mich direkt zum Joker führen. Aber zuerst muss ich aus dem Stahlwerk raus. Okay, aber jetzt machen wir den Cut und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, schaltet wieder ein und bis dann.